So, hallo, die letzte Aufnahme war synchron. Ich hoffe, diese hier ist es auch. Wir machen weiter und sind beim Level Starbomb angekommen von Rabaros. Use the star to ignite the bombs. 1,34%. Na, gucken wir mal, ob wir hier zurechtkommen. Autoscrolling-Technik. Das ist kein Star, das ist eine Sonne. Aber er meint scheinbar die Sonne. Oh Mist. Das ist kein Star, Rabaros. Er meint hundertprozentig... Hä? Okay. Das ist die Angry Sun. Aber auf jeden Fall coole Idee, das kann man schon mal sagen. Zu bald. Zu bald. Viel zu bald. Jetzt hätte ich noch auf das Blaue zurückgekonnt. Ich darf nicht zu nah an der Explosion stehen, sonst ist es immer blöd. Gut. Ja, aber wieso... Wieso hat das vorhin mit dem Switch gepasst und jetzt nicht? Was habe ich anders gemacht? Was habe ich anders gemacht? Ach, ich habe... Ja, verstanden. Ja, ich muss aber den erledigen. Sonst schießen die mich komplett ab. Das wäre nicht so gut. Okay, die Sonne. Ich kann die Sonne also schon ein bisschen beeinflussen. Je nachdem, wie ich mit dem Screen nämlich hoch und runter gehe. Und wenn ich da hochspringe, dann zieht sie an den Bomben vorbei. Ich darf mit dem Screen nicht zu hoch gehen. Sonst zieht die Sonne an den Bomben vorbei. Ne? So wie jetzt. Also jetzt hat sie die Bomben erwischt, aber trotzdem bin ich mit dem Screen hoch. Und dann kann sie das verfehlen. Okay. Ergibt natürlich Sinn. Da könnte man ziemlich fiese Puzzle draus machen. Ja, jetzt habe ich es nämlich verfehlt. Jetzt habe ich es nämlich verfehlt. RIP. Aber es ist halt trotzdem kein Star. What the heck? So, jetzt, wenn er es getroffen hat, dann kann ich weiter. Dann passt es nämlich auch. Jetzt passiert im Moment gar nichts, aber gleich würden die dann explodieren. Oh, ich muss das... Oh Gott, wie time ich das denn passend? Igitt, igitt. Ah, da, da, da. Mal gucken, wann die jeweils... Na, oh, das war knapp. Okay. Ich hab nicht aufgepasst. Jetzt gucken wir mal auf die da oben. Die sehen wir ja ganz gut. Die blinkt, die blinkt, die blinkt und dann blinkt sie immer schnell und wenn sie dann ganz knapp nur rot ist, dann macht es gleich Boom. Okay. Können wir jetzt hier auch nochmal gucken? Blink, 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 rot, rot, boom. Okay, ja. Ich kann's... Nein! Ich habe die verfehlt. Ich darf... Ich muss warten mit dem Springen auf das Viech. Ich muss mit dem Springen auf das Viech warten. Jetzt.
Uff. Ich keine Möglichkeit mehr zu warten. Jetzt muss ich es wirklich selbst erwischen, okay. Was kommt da raus? Yo. Oh, es ist halt dumm, dass es ist wichtig, dass es ein Scrolling-Level ist, aber gleichzeitig dumm. Alles. Ah, nee. Das will ich jetzt dann eigentlich nicht noch mehrmals spielen. Das doch wieder was ist, was in meiner Geduld nicht so den höchsten Stand hat. Aber wir gucken mal, wie weit wir jetzt kommen. Wir kriegen das jetzt ja auch ein bisschen besser hin und weiter als von gerade eben. Okay. Ich weiß jetzt ja, was aus den Dingern rauskommt. Dann kann ich mich ja ein bisschen... Oh nein, das reicht... Dann kann ich mich ja ein bisschen drauf einstellen, wollte ich noch sagen. Oh. Den habe ich komplett falsch eingeschätzt. Ah, und dann wieder von vorne. Oh boy. Okay. So, der trifft mich nicht, aber der nächste trifft mich, wenn er hochgeht mit seinem Laser. Da muss ich dran denken. War das zu bald? Nein, okay. So, jetzt muss ich die wieder richtig timen. Jetzt. Jetzt kommt da Mist raus. Nee, jetzt kommt... Wait, aber wie mache ich dann überhaupt... Oh nein, was? Wait, hä? Stopp. Stopp, wie mache ich denn da weiter? Die Dinger sind ja im Weg. Die Bombenexplosion sorgt dann dafür, dass die runterfallen. Das heißt aber, ich muss den Sprung tatsächlich so ansetzen. Oh Himmel. Oha. Das ist mir ein bisschen zu viel, um das halt rauszu... Nein, das dauert mir zu lang. I'm sorry. Das dauert mir zu lang, um das jetzt ordentlich zu spielen. Das ist halt was, da muss man... Das ist das Problem jetzt bei so einem Level. Man muss so viel lernen erst. Und dafür muss man jedes Mal alles am Anfang nochmal neu spielen. Das ist... Das würde ich halt... Ah, okay. Das würde ich halt auch nicht sehen wollen. Okay. Ah. Ah ja, I see. Okay, der interessiert mich nicht weiter. Da oben ist eine Wolke. Komme ich da hoch? Ja, ist
da einen Bonus? Na, wahrscheinlich Leben. Ja, das nützt mir ja gar nichts. Okay. Nein! Und was sehen wir wieder auf der rechten Seite? Richtig. Den Checkpoint. Aber war alles nicht wild, bisher herzukommen. Kriegen wir easy hin, zum Checkpoint nochmal zu kommen. Also. Keine Garantie, dass es jetzt in diesem Leben funktioniert, aber irgendwann in diesem Video kriegen wir es hin. Oh, wait, hier kann ich auch hoch. Gute Secrets. Gute Secrets, die er da versteckt, auf jeden Fall. Das muss man sagen. So, diesmal brauchen wir das Leben auch gar nicht uns holen. Wir verfehlen den Kollegen jetzt hier einfach nicht. Was haltet ihr davon? Sehr gut. Ich glaube, wenn ich da runterfalle, ich weiß nicht. Es kommt mir nicht klug vor. Nehmen wir einfach den Checkpoint und überlegen es nicht weiter. Ups. Den kann ich zweimal treffen, ne? Weil das ein Flügelgumba ist. Das heißt, ich muss erst an den Pow-Block dodgen. Ah. Und dann ist der Muncher weg. Und dann sollte ich rüber können. Genau. Easy. Ach Gott, komm. Was mache ich denn? Also das war ja gerade ein echt dummer Sprung von mir. Ne? Besser. Ich mache es hier ganz langsam. Ne? Man könnte hier auch schnell durch, aber... Wait, what? Ah, ich muss den Anträgern, dann geht er runter. Und den Anträgern, dann geht er runter. Und dann komme ich hier rüber. Huiuiui. Okay, ich war mir unsicher. Aber alles gut. Okay, da jetzt einfach drüber. So. Das ist eine Reset-Door anscheinend einfach nur. Oh. Da ist wieder ein Leben hier oben versteckt. Hundertprozentig. Ja. Ach so, und wenn ich den nicht... Okay, verstanden. Ich muss den direkt mitnehmen. Oh boy. Oh Gott. Das war jetzt wieder so richtig dumm. So, es musste jetzt einfach hier diesen Tod geben. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt da gestorben bin. Das war so ein richtig... Also, der war sowas von unnötig. Mist. Da war ich zu schnell. Sowas von unnötig. Also das war eine super einfache Stelle. Und einfach nur, weil ich aufgeregt geworden bin, hat es da nicht mehr hingehauen. Richtig dumm. Unnötigster Tod. So, aber wir sind ja schon wieder da. Ist ja nichts passiert. Im Grunde ist ja nichts passiert. Hier kommen wir auch easy rüber. Na, das ist überhaupt kein Thema. Jetzt hier halt in die Röhre rein. Das sind sogar Ranken an der Röhre. Also ist super freundlich einfach. Ah, ich hatte Angst, aber ich kann da einfach stehen bleiben. Da kommt ein freundlicher Pau hoch. Ach Mann. Warum kann ich nicht einfach direkt durch die Stellen... Oh, oh. Ja, dachte, ich bin zu schnell, aber es war okay. Aber warum kann ich nicht einfach direkt durch die Stellen kommen? Es war jetzt nicht schwierig. Ich hätte ihm einfach vertrauen müssen. So. So. Zack. Und wieder der Spaß. Das war sogar knapp.
zack. Also der Pau kommt, ich kann hier einfach stehen bleiben. Es wird mir nichts passieren. Und dann geht's einfach hier rüber. Dann geht's einfach hier rüber. Okay, den muss ich jetzt so loslassen, dass es den trifft. Ja gut, aber der kommt ja wieder. Insofern ist es egal. Kann jetzt einfach hier stehen bleiben, bis es funktioniert. Ja gut. Ah, Checkpoint. Cool. Okay. 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 Ah, ich wollte schon sagen, irgendwie muss ich jetzt da hochkommen. Alles easy. Einfach aus Spaß, weil es das Setup anbietet, mal diesen Sprung gemacht. Ach ja. Es war so klar. Es war klar. Es ist kein schwieriger Sprung und ich muss ihn trotzdem erstmal verhauen. Ach, Conan. Lern halt mal spielen. Wie wär's damit? So, und nochmal der schöne Glitch. Hui. Ah, der ist schon cool. Zu bald! Too soon. Und nochmal. Hui! Ach ja. Easy. Ich verstehe halt nicht, warum ich da zweimal sterben musste. Okay, will ich in die Tür oder will ich darüber? Ich will erst darüber und dann in die Tür. Verstanden. Also ich will auf die Bombe und dann aber direkt weiter. Okay. Nee. Hä? Wir müssen kurz was testen. Wenn ich auf die Bombe springe... Ach so. Die bleibt am Leben, aber dadurch, dass ja da der Wirbelsturm ist, bleibt sie da unten und ich müsste nochmal auf sie drauf können. Sehe ich das richtig? Ich hoffe. Genau. Puh. So, auf die Wolke da will ich nicht. Das ist nur für die 50er Münze. Oh, nice. We did it. We did it. Sehr schön. Dann haben wir noch Bullet Symphony. Wir gucken wahrscheinlich nur kurz rein. Mhm. 0,60. Mhm. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Das wird also eine Bullet Hell. Das wird eine Bullet Hell, ganz eindeutig. Schauen wir mal, was da passiert. Ach so. Ja, ist ja schon gut. Ich höre schon auf.
Ja. Oh boy, oh boy, oh boy. Angry Sun kommt auch wieder. Jetzt verliere ich die Wolke. Ah, das ist eine neue. Okay. Wie ist der Weltrekord? 2 Minuten muss man durchhalten. Uff. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich kann halt leider... Naja, die Schüsse kann ich nicht abwehren. Ne? Ich meine, solange es nur der eine ist, sollte es eigentlich klar gehen. Die Idee ist auf jeden Fall cool. Die Idee ist schon cool, das so zu lösen. Oh boy, jetzt hab's meinen Hammer weg. Meine Blumen. Mist. Ah, jetzt habe ich den Bruder nicht. Oh, okay. Aber wie viel Minuten haben wir jetzt schon weggehabt? So 30 Sekunden vielleicht, oder? Weiß es nicht. Oh boy, wie mache ich denn das? Ich muss immer die größte Lücke finden. Aber jetzt ist ja schon die Blume wieder weg. Das ist ja schon wieder Mist. Wenn die Blume weg ist, ist ja schon... ziemlich kacke wegen den Hammern. Aber die Hämmer sind eigentlich auch recht schnell wieder vorbei. Ah. Verdammt. Ah, das ist halt kritisch. Ah, oh, das ist kritisch. Wer weiß, was da noch so alles kommt. Hä? Okay, wir nehmen halt einfach mal keine Blume mit, keine Wolke. Aber das geht eigentlich auch. Ich kann ja den Dingern ja Volt schaffen. Cool. Oh, wir sind mal besser dran jetzt. Oh Gott, jetzt ist die Blume weg. Ja, Mist. Nein, ich wollte gerade sagen, wir kommen diesmal weiter. Aber es stimmt, also ich muss die Wolke gar nicht unbedingt mitnehmen. Ich kann ja teilweise auch Wolken schaffen, um über die Stellen zu kommen. Na, da kam gerade die Sonne. Ich schätze, es ist einfach zu lang, um durchzuhalten. Man kann ihn halt recht gut, glaube ich, beeinflussen, weil er schießt wahrscheinlich dahin, wo man hauptsächlich sich aufhält. Das heißt, wenn man sich da aufhält, wo man eigentlich gar nicht hin will... Mist. Oh nein. Und die Wolken sind halt auch noch zusätzlich so blöd zu steuern. Aber noch fieser wäre das Level natürlich, wenn hier kein Boden wäre. Insofern, dass Boden da ist, ist ja schon mal ein Teilerfolg. Weil dann müsste man die Wolken zwingend haben. Ich würde sagen, einmal probieren wir es noch, dann hören wir auf. Dann kann ich noch einen Part aufnehmen, und zwar dann Vicaris Welt. Nein! Ich habe den Hammer gesehen, aber ich war zu langsam. Okay. Das ist jetzt halt kritisch. Okay. Nein! Ah, ich hasse es. Das war wieder die Sonne, die mich erwischt. Oh mein Gott. Und das war wieder die Sonne. Ah, schade. Schade, schade. Wie weit geht das Ganze? Ah, das sieht man nicht, weil man jetzt nur das... Man sieht jetzt nur das Boot, ne? Man sieht nicht das Level. Ja, F. Okay. Dann, nächstes Mal, wie gesagt, die Welt von Vicaris. Schauen wir mal, was er Tolles gebaut hat. Danke fürs Zuschauen und tschüss.
Thank you.